Ja. Chris an Weltreisetagen. Chris an Weltreisetagen. Chris an Weltreisetagen. Tag 65 und 66. Die beiden Tage fassen wir mal zusammen. Wir müssen ja ein bisschen vorankommen. Deswegen rede ich ein bisschen schneller. Macht euch keine Sorgen, denn ich bin auch ein bisschen geärgert. Weil das Video letzte fertig. Nein, das letzte Video wurde abgebrochen wegen einem Anruf. Ich erwähne diese Person jetzt nicht, aber ich bin stinkig. Richtig stinkig. Ich habe mir 10 Minuten gequatscht über 2 Tage. Gut, alles klar. Wollen wir mal ein Video machen, wo ich ein bisschen schneller spreche? Ja? Nein? Vielleicht? Doch? Nein? Mary? Ja. Wie auch immer. Ja, Tag 65 war insofern ein bisschen langweilig, weil wir nur mit dem Bus rumgefahren sind. Wie gesagt, ich bin ja immer noch auf dem Weg auf der 4-Tagestour nach Cusco. Und am Tag 3 sind wir nach Cusco gefahren. Aber wir sind ja nicht in Cusco angekommen, sondern sind unterwegs an vielen verschiedenen Positionen angehalten und haben uns Sachen angeguckt, wie Museen, Kirchen und Inka-Zeugskrams mit Gebäuden. Ja, waren einfach zu viel Informationen, kann man sich einfach alles nicht merken und ja, es geht halt rein und raus. Wie gesagt, ich habe es bestimmt schon mal erwähnt, aber man muss sich ja mal vorstellen, wenn man den ganzen Tag unterwegs ist, beziehungsweise jeden Tag unterwegs ist, diese ganzen Informationen, in jeder Stadt ist irgendwas anderes. Meisten Leute sprechen Spanisch, Kommunikationsprobleme, Informationsverarbeitung, bla bla bla, Kreis schließt sich mit, das geht rein und wieder raus. Und alles kann man sich eh nicht merken. Also gerade das ganze Inka-Zeugskram, boah, gibt's so viel. Gut, das zu Tag 65, Tag 66, dazu kommen wir gleich. In Tag 65 bin ich ja schon in Cusco angekommen abends. Hatte ja noch dann das Hotel und das war alles super duper. Das Mädel da war super nett, weil ich habe ihr gesagt, ja, um 2 Uhr muss ich raus, Machu Picchu. Ah, kannst ja kein Frühstück essen, so von wegen, kannst ja jetzt zum Frühstück, kannst ja jetzt zum Abendbrot das Frühstück essen, bla bla, also Abendbrot gibt's ja nicht, sondern das Frühstück vorziehen. Super cool, weil es war am Kaffee und lecker Kuchen und ja, super duper. Ja, Tag 66, früh aufstehen, mit dem Bus zum Zug, mit dem Zug zum Machu Picchu. Der Zug war super, geiler Snack, lustige Leute, alles super. Normalerweise macht man Machu Picchu nicht an einem Tag, normalerweise, weil es einfach zu teuer ist. Aber ich habe einen guten Preis bekommen, weil ich eine 4-Tagestour gebucht habe von La Paz nach Cusco. Und da war ja alles schon mit drin. Und im Nachhinein fand ich es krass, weil ich habe es mal zusammengerechnet. Zum Beispiel eine Zugfahrt mit dem Zug nach, also wo wir hingefahren sind und dann zu Machu Picchu, beziehungsweise zu der Stadt, wo das da liegt. Kostet schon allein $50. Wenn man jetzt überlegt, hin und rück zu, sind schon $100. Eintritt nochmal Machu Picchu, auch nicht ohne. Dann geht nochmal von der Stadt, wo man mit dem Zug ankommt, den Bus hoch, muss da auch nochmal extra zahlen. Also 5 oder $10. Das summiert sich schon. Also die Hälfte des Preises, also ich habe ungefähr 300 Euro bezahlt, sind ungefähr $330, wie auch immer, schon fast die Hälfte des Preises. Wenn man dann zusammenrechnet, 3 Übernachtungen, Frühstück inklusive, immer allein das Zimmer, plus die Busfahrten, doch, hat sich gelohnt. Wie auch immer, Machu Picchu angekommen. Machu Picchu erzähle ich jetzt nicht ganz so viel, da habe ich ein Special Video. Und wenn alles klappt, ich nicht zu viel verspreche, dann wird das jetzt hier eingeblendet. Ja, 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 na, na, noch nicht klicken, nein, noch nicht. Nochmal angucken und dann klicken. Okay. Aber da. Gut. Da gibt es einen 15-16-minütigen Guide über Machu Picchu. Und also von mir selbst. Nur die wichtigsten Informationen, ein bisschen zusammengefasst. Und ja, deswegen erzähle ich jetzt nicht ganz so viel Machu Picchu. Das Highlight für mich oder für dieses Video ist dann noch, dass ich alte Bekannte wieder getroffen habe. Ja, man trifft halt immer die alten Reisenden, die man schon 1000 Mal getroffen hat. Und zwar habe ich die Franzosen aus San Malpate wieder getroffen. Und das war super cool, weil wir uns nochmal verabredet haben für Cusco und für später. Und vielleicht wollen wir auch ein bisschen zusammen reisen. Aber davon natürlich später. Machu Picchu insofern, alles super, alles cool. Hatte dann auch da noch relativ viel Zeit für mich, ein, zwei Videos machen.
noch mal ein bisschen den Ort auf einen wirken lassen. Also ich kann nur noch mal von Machu Picchu 1 sagen. Eine vergessene Inka-Stadt, wo niemand so wirklich viel über dieses kulturelle Leben da weiß, also wie sie da gelebt haben und so weiter und so fort. Klar gibt es einige Theorien oder sonst was, aber so richtig weiß man es halt wirklich nicht. Ist halt so eine vergessene Inka-Stadt und das ist wirklich das Besondere. Ja, aber das erzähle ich alles in diesem Inka-Video da, was man da gerade gesehen hat oder was immer noch eingeblendet wird oder was man eingeblendet gesehen hat. Mal ein bisschen Zeitform wieder üben. Ja, wie auch immer. Alles cool. Zurück in Cusco angekommen. Die Sachen wieder aus dem Hostel genommen. Sollte ich ja eigentlich zu der Couchsurferin. Bin ich auch. War schon relativ spät. Ich war schon ein bisschen müde. 9:10 dann zu ihr. Musste sie halt dauernd anrufen. Wohin jetzt, Taxifahrer? Steht dann vor der Tür. Machst du jetzt mal auf? Nein, 5 Minuten. Irgendwie hat sie dann rumdiskutiert, ob da eine Klinke ist oder bla bla. Und naja, alles so Diskussionen, also es sind jetzt also Kleinigkeiten, ich will die Geschichte jetzt gar nicht so weit ausfahren. Auf jeden Fall, Endfazit, für mich ein negatives Erlebnis, sie war ein bisschen unfreundlich, hatte noch jemanden da, hat mich auch nicht so richtig verstanden, ich habe sie nicht so richtig verstanden, wir hatten Kommunikationsprobleme und im Endeffekt, ja, war alles nicht so, war unsympathisch irgendwie. Hab trotzdem dann eine Nacht geschlafen, ihr am nächsten Morgen gesagt, dass ich es einfach irgendwie nicht so toll fände und dass ich gehe, sie war ein bisschen angekränkelt und bla bla. Könnte jetzt auch noch Kleinigkeiten erzählen, also ich hätte mich geweckt mit dem Satz von wegen in 10 Minuten musst du raus, weil ich dann zur Arbeit gehe und ich will niemanden hier haben und wegen dem Hin und da, nach alles so ein Rotz irgendwie. Naja, habt ihr trotzdem eine positive Referenz hinterlassen, sie hat mir eine neutrale Referenz hinterlassen, ich habe sie auf Facebook angeschrieben, ob sie es fair findet, sie meinte ja, ich habe ihr eine neutrale Referenz, sie hat ihre neutrale geändert, in so von wegen, Chris wird erwachsen. Und ja, es kotzt mich halt einfach an, diese neutrale Referenz. Es ist jetzt nicht negativ, also man kann positiv, neutral, negativ bewerten, aber neutral ist trotzdem, man bewertet niemanden neutral. Und bei so vielen Bewertungen, die ich jetzt schon positiv habe, fällt das halt extrem auf und ich mag das halt überhaupt nicht, weil ich brauche Couchsurfing für ja, die nächsten Städte, um halt auch mal ein bisschen Geld zu sparen. Hier in Südamerika konnte ich es halt nur in großen Städten machen, beziehungsweise in Brasilien. Ansonsten ist das halt immer ein bisschen problematisch, weil es nicht so viele Couchsurfer gibt. Ja, das hat mich halt schon richtig geärgert. Das ist zwar jetzt in den nächsten Tag hinein, aber es hat dann nichts weiter mit dem Tag zu tun. Ja, das war's auch schon. Ja, ne? Ging ja doch schneller als gedacht. Vielleicht noch nur 5 Minuten, wa? Ja, lassen wir es einfach mal so. Ich hoffe, ich habe nicht zu schnell gesprochen. Vielleicht gefällt euch das ja mit dem schnellen Sprechen. Aber ich fange dann auch ein bisschen an zu nuscheln. Das heißt, ich muss etwas deutlicher sprechen. Und die Sonne geht hier unter. Und vielleicht haben wir das nächste Video in einem Sonnenuntergang. Mit einem roten Rosenlicht auf meinem Gesicht. Das hat sich klein. Okay, bis dann.